Ein freundliches Hallo zu einer neuen Runde Monstrum. Ich werde heute gar nicht lange. Ich bin zu deprimiert, um fröhlich zu reden. Nein, es soll tatsächlich eine lustige Runde Monstrum werden. Weil ich habe schon mal erwähnt, man kann das Spiel gut spielen und dabei quasseln. Deswegen hallo und willkommen zu Monstrum. Das Spiel lässt sich verhältnismäßig sehr schnell hochladen, habe ich gemerkt. Also ich habe ja... Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, das Dateiformat war genau das gleiche. Muss ich jetzt wieder ein bisschen erzählen, während wir hier Monstrum spielen und mal wieder versuchen zu entkommen. Vielleicht gelingt es uns ja dieses Mal. Muss ich ein bisschen erzählen, dabei, dass ich letztens ja versucht habe... Nein, versucht habe, habe ich ja gar nicht. Ich habe ja Monstrum tatsächlich aufgenommen, in zwei Teile geteilt und das dann hochgeladen. Und dann hat es sich ja zugetragen, dass ich eben das hochgeladen habe. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe das Spiel... Oh, Benzin, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch zweimal den Helikopterschlüssel finden. Nein, dass ich das eben hochgeladen habe und das ging sehr schnell. Jetzt verglichenerweise mit zum Beispiel diesem Indie-Spiel Sarah is Missing. Was ja eigentlich nicht so anspruchsvoll sein sollte. Also vom Dateiformat waren sie genau das gleiche, haben sich in der Größe jetzt gar nicht so krass unterschieden und doch ging Monstrum mit seinen Bewegungsanimationen hier natürlich wesentlich länger, auch zum kürzer, auch zum Verarbeiten und so. Naja, jetzt an diesem Tag, wo ich das aufnehme und wo auch die Monstrum-Folge erscheinen wird, denke mal, heute wird noch die letzte Folge von Sarah is Missing kommen. Okay, da können wir rein. Die Frage ist, gibt es da was? Die Luftpumpe. Und? Okay, warten wir erstmal ab, ob wir das brauchen. Und, ja, dann ist das auch wieder vorbei. Dann werde ich natürlich ein paar neue Indie-Games brauchen. Die ich hochladen kann. Oder besser gesagt, erstmal aufnehmen kann. Denn ich habe ja gesagt, neben den Hauptprojekten wird es immer ein paar kleinere Zwischenspielchen geben. Ich werde jetzt dann auch demnächst mal eine Runde Dead by Daylight aufnehmen. Und, ja, mal gucken. Mal gucken, würde ich sagen. Dead by Daylight, ja. Aber das ist auch wieder so ein Zwischending, wo man mehr... Ich verlaufe mich heute. Heute ist Reden nicht so wirklich mein Ding. Vielleicht ein... Ja, Ründchen Dead by Daylight. Dabei kann man ja gut quasseln. Gut was quatschen. Sich mal unterhalten. Das ist doch mal... Ja, sich unterhalten. Ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten. Also, wer Lust und Laune hat, einfach mal hier schreien. Und... Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Die Let's Plays. Aha, genau, da war ja so ein Problem. Und zwar habe ich letztens nach dieser... Ich muss mich entschuldigen, ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Und zwar habe ich nach dieser Monstrum-Aufnahme der ersten damals, also dieser einen mit dem Infovideo, habe ich ja dann direkt wie angekündigt Sommer aufgenommen. Alles wunderbar. Lief mit OBS viel flüssiger als mit diesem... Aufnahmeprogramm, das ich jetzt gerade für Monstrum wieder benutze. Das OBS, sage ich einfach mal, nimmt einfach die ganzen Bildeffekte viel schöner auf, muss ich sagen. Also es läuft flüssiger und bei ja, ich sag mal, Es nimmt alles so auf, wie ich es gerne hätte. Also dann wirklich auch mit Bild und so. Da gibt es keine
Verzögerung. Okay, ich denke mal, es ist unser Freund Schleimi Schleimbolzen. Keine Verzögerung und all das. Das gefällt mir sehr gut bei OBS. Das Problem ist, finde mal ein Schnittprogramm, das kompatibel mit OBS ist. Also ich habe bisher noch keins gefunden, kostenlos natürlich. Das wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir ein Schnittprogramm holen möchte. Oder holen werde, besser gesagt. Einfach weil das so nicht ging. Ich habe zwar mir außer dem Movie Maker, den ich ja bisher immer genommen habe, der ja sehr gut ist eigentlich, also für also so Hobbyverhältnisse für jemanden wie mich ist der recht gut, aber OBS, da er macht das Video einfach zu dunkel und das kannst du nicht mehr aufhellen. Das, also zumindest ich nicht, da kenne ich mich nicht gut genug mit OBS und Co. aus oder mit Movie Maker und so, dass das geklappt hätte. Dann habe ich mir ein über Kameras. Dann habe ich mir ein anderes Programm runtergeladen, das leider sehr hakelig war. Also es war sehr die Videodatei war zwar so wiedergegeben, wie ich es haben wollte, aber es leckt halt die ganze Zeit und hat eben Skips in der ja im Ton und in der Bildwiedergabe. Das hat mir nicht so, naja, zugesagt. Kann natürlich auch an meinem PC liegen, der jetzt langsam aber sicher hier ein bisschen alt wird. Es ist das Schleimvieh. Das ist gut zu wissen. Den habe ich ganz gerne als Gegner. Okay, ja. Hat eben mit dem... Es hat sehr geleckt. Ich muss mal probieren, ob das an diversen Laptops vielleicht besser geht. Aber bisher nicht. Das... Ja, dann hatte ich aber immer noch das Problem eben, dass die Videos noch nicht geschnitten waren. Ich hatte dann die Sommeraufnahme rumliegen. Dann hatte ich natürlich noch die zwei alten Assassin's Creed Aufnahmen rumliegen, die ich noch damals mit OBS hatte. Also die ich da gemacht habe. Damals klingt es ein bisschen blöd, aber... Wo ist es denn? Okay. Sind wir erstmal hier kurz entkommen. Die ich damals eben gemacht habe. Die Assassin's Creed-Aufnahmen, genau. Die hatte ich auch noch nicht geschnitten. Und dann habe ich mir gedacht... Helikopterschlüssel. Duct Tape. Scheiße. Was kann man am wenigsten gebrauchen? Ihn interessiert es ja nicht. Genau. Genau. Dann habe ich mir gedacht, ich muss diese Dinger noch schneiden. Ich bin dann auch... Oh, unten war die Luftpumpe. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen eher noch Benzinkanister. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir eher finden. Glowstick. Manchmal sind hier Benzinkanister. Aber eben nicht immer. Dann machen wir doch mal kurz hier. Und ich habe das Duct Tape nicht mehr. Nein, ich dachte, ich kann jetzt aber die Kameras abkleben. Warum? Oh Gott! Okay, wir brauchen die Luftpumpe und eine Fuse ist drin und wir brauchen die Kette. Jetzt mal ganz kurz hier. Oder wir finden noch einen Seitenschneider und zwei Benzinkanister. Dann können wir den Helikopter benutzen. Ist beides nicht so geil. Auf jeden Fall habe ich ein Videoschnittprogramm gebraucht. Dann habe ich mich nochmal umgeguckt, was gibt's für Programme und Tools und so. Und dann habe ich eins gefunden, das okay, es wird wohl der Helikopter werden, hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich ein Programm gefunden, das sehr, ja, als sehr professionell
auch hingestellt wurde. Und das Problem da war, ich weiß, vielleicht lag es auch an mir, vielleicht muss ich mich da nochmal hinsetzen und das ein bisschen angucken. Aber auf jeden Fall hat es mir den Ton dann wieder zeitversetzt gemacht. Also der Ton war dann asynchron mit... Da ist nichts dran, okay. Der Ton war dann asynchron mit dem Bild. Ach, hier waren wir schon. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das muss ja nett sein. Und dann... Sag mal, ich verlaufe mich hier durch die ganze Zeit. Hier ist auch nichts mehr. Ja, wir müssen... Vielleicht schauen wir mal zum Helikopter. Oh mein Gott. Es hat auf jeden Fall nicht mit dem Schnittprogramm hingehauen. Nicht so, wie ich wollte. Und dann bin ich so verblieben, dass ich, Unten war die Luftpumpe. Wir brauchen aber noch einen Kanister und einen Seitenschneider. Wo finden wir den Seitenschneider? Schnittprogramme hat auf jeden Fall alles nicht so hingehauen. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Und bis es halt eben wieder Assassin's Creed und Soma gibt, müssen wir jetzt mit Monstrum vorlieb nehmen. Und eine andere Sache, die ich jetzt wieder erzählen werde. Vielleicht werden sich jetzt die RPG-Fans wieder freuen. Ich habe ja gesagt, ich werde wieder RPG spielen. Hat ja eigentlich als nächstes ein Spiel von Uri nochmal auf dem Kicker. Mermaid Swamp. Und jetzt habe ich letztens mal meine YouTube-Nachrichten geguckt. Ja, ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Doch, ich wusste schon, dass es die gibt. Aber willst du mich verarschen, du blödes Kackvieh? Ich erzähle es mal kurz. Ich habe in die YouTube-Nachrichten geguckt und bin dann eben über eine Nachricht gestolpert von einem Entwickler, der mir doch gesagt hat, dass sie ein Spiel entwickelt hätten. Auch ein RPG-Spiel, das man doch spielen könnte. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Habe ich mir das Spiel mal kurz angeguckt und das sah sehr interessant aus. Und ich habe gesagt, wenn man mich schon fragt, ob ich das nicht let's playen möchte, warum nicht? Deswegen wird jetzt Mermaid Swamp erst mal in den Hintergrund gerückt und das andere Spiel nachher direkt aufgenommen. Und ich bin gespannt. Da freue ich mich wieder drauf. Ein bisschen RPG zur Abwechslung nochmal. Und da hatte ich, ja, da habe ich ja keine Probleme mit dem Programm wieder, weil ich RPG problemlos hier mit dem Aufnahmeprogramm aufnehmen kann, das ich gerade eben auch benutze. Und problemlos auf Movie Maker schneiden kann, problemlos hochladen kann. Das ist eigentlich so schön an RPG Maker. Mein Gott, die Grafik ist halt in dem Moment anspruchslos und man hat in der Videoverarbeitung nicht so viel Probleme, aber die Frage ist, ist der Kackbolzen jetzt doch da unten? Na, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall. RPG ist vielleicht mal wieder was ganz Nettes, so zwischendrin.
Immer wieder was anderes. Und jetzt eben noch ein bisschen Monstrum. Ich würde ja sagen, auch echt bei Dead by Daylight vielleicht so als kleines Zwischendrin immer. Finde ich, eignet sich eigentlich ganz gut. Ich bin hier so ungern in diesen Containern bei dem Vieh, weil es hier 100 pro kommt irgendwann. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber wir brauchen noch einen Benzinkanister und einen Seitenschneider. Und den findet man ja auch nicht einfach so. So, machen wir hier erstmal mögliche Rohre auch dicht. Ich habe nicht keinen Bock, dass, falls wir weglaufen müssen, dass wir verbrüht werden. Jetzt konzentrieren wir uns nochmal ein bisschen auf Monstrum hier. Mal gucken, was es uns bringt. So, hier haben wir nochmal eine Tür offen. Also, ich finde, bei Monstrum ist es immer ganz wichtig, dass du dir genügend Fluchtwege offen hältst. Und zwar Fluchtwege im Sinne von, dass du auch wirklich gut weglaufen kannst. Weil dann ist es eigentlich kein Problem. Das Ding ist bloß, wenn du in irgendeine Sackgasse rennst, hast du halt ganz schnell Schwierigkeiten. Und mit Sackgasse meine ich in diesem Fall irgendwelche geschlossenen Räume. Okay, jetzt sind wir auf Deck 1. Ich meine, wir können es hier hinlegen. Auch wenn das nicht unser Fluchtweg sein wird. Das U-Boot. Aber gut. Okay. Ich höre es überall blubbern. Und immer wenn ich es blubbern höre, denke ich, der Typ kommt gleich. Der Typ. Das Vieh. Der war hier unten auf jeden Fall. Irgendwo hat er gerade eine Tür aufgemacht. Ich bin hier unten so ungern. Da ist ein Rucksack. Und den Raum müsste man von ihm aufmachen lassen. Und dazu bräuchte man irgendeinen Glowstick, den wir reinschmeißen. Weil ich weiß, der Grüne reagiert auf Licht und der Rote auf Geräusche. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wie man diesen Geist anlockt. Aber ganz ehrlich, den würde ich auch gar nicht anlocken, weil den Geist, den mag ich am unliebsten. Aber, ja, so ein Scheiß. Seitenschneider. Benzin. Wo seid ihr? Ich finde aber auch nichts. Wahrscheinlich suche ich wieder mal falsch. Ja, bei mir nichts Neues. Ich bin in solchen Spielen aber auch echt schlecht. So ein bisschen Rätselraten ohne Monster, das wäre auch ganz nett eigentlich. Aber, naja. Wo wäre denn dann die Spannung? Wobei es mir schon ein paar Mal passiert ist, dass das Monster festgebackt ist. Und ich dann ganz entspannt herumsuchen konnte. Wie ich lustig war. Gehen wir nochmal nach oben. Drei haben wir eigentlich schon komplett abgesucht. Aber gehen wir nochmal nach da hinten oben und gucken uns mal diesen... Okay, war das ein Rohr oder hat er gerade irgendwo eine Tür aufgemacht? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns nochmal an diesen, ja, an diesem Schiffsteil um, wo die Kajüten sind und so. Und da unten ist ja eher der ganze Maschinenteil vom Schiff. Okay, da geht's nicht hoch. Vielleicht stimmt mal, da war es noch. Mann, Mann, Mann. Also gegen den spiele ich immer am liebsten, weil von dem hat man eigentlich immer am meisten Ruhe. Er kommt zwar immer plötzlich irgendwo her, aber er verliert einen auch. Zum Beispiel bei dem Roten habe ich immer das Gefühl, wenn der einmal weiß, wo man ist, dann ist der immer da. Und der ist halt so...
ein unangenehmer Zeitgeselle. Und gegen der Grüne, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Also der kommt zwar immer ganz plötzlich, aber man kann eigentlich gut vor ihm flüchten, wenn man nicht in irgendwelche Sackgassen rennt. Und er lässt einen eigentlich auch in Ruhe. Und eigentlich interessieren die Geräusche auch nicht. Deswegen ist es mit der Kamera eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber ihr merkt schon, ich halte mir immer sehr gerne Fluchtwege offen. Wo ist die Treppe? Wenn ich weiß, wo die Treppe ist, dann habe ich kein Problem, auch mal ein bisschen rumzusuchen. Besser gesagt, wo ist der Ausgang? Okay, wir brauchen noch... Wir brauchen für den Helikopter noch... Wir brauchen für den Helikopter noch... Also, da ist hier irgendwo dieser kleine Kackarschbolzen. Ah. Der ist natürlich genau da, wo wir hingehen wollen. Hallo! okay, wir brauchen für den Helikopter noch einen Seitenschneider und einen Benzinkanister. Für das Schlauchboot brauchen wir noch die Kette und die Luftpumpe, von der ich weiß, wo sie ist. Aber ich würde sie ganz gerne erst holen, wenn ich wirklich den... Na, wie heißt's? Die Kette eben hätte. Schlauchboot ist halt an sich leichter zu entkommen, weil man mehr Ruhe hat, finde ich. Also es geht schneller als der blöde Helikopter. Meines Erachtens nach. Aber das kann auch sein, dass ich mich täusche. Ja, dann heul doch los. Das ist mir jetzt voll sowas von scheißegal. Okay, vielleicht interessieren ihn Geräusche doch, wenn er in der Nähe ist. Wo ist er denn? Hallo? Ach, hier blendet es gerade aber extrem rein in meinen Raum. Ich nehme gerade tagsüber natürlich noch auf. Weil es für mich eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich das tagsüber oder nachts überspiele. Ja, wo ist er jetzt? Der kleine Kackarsch. Hi! Ernsthaft? Also komm, das ist jetzt geschummelt! Einfach so. Ey, das sah aus. Da will ich jetzt mal kein Wort drüber verlieren. Okay, also er kann einfach durch die Wände. Das kann ich auch. Der Mann ist ein bisschen irritiert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das Monster ist ein bisschen verpackt, oder? Hallo? Gerhard? Gerhard? Nee, Fred haben wir ihn letztens genannt. Nee, genau, Fred. Fred? Wir haben einen Glowstick. Licht zieht ihn ja an. Komm mal her, Fred. Komm. Komm mal her. Frederik. Ich glaube, der wird sich jetzt auch gedacht haben, so, nö, mit dir spiele ich nicht mehr. Du bist mir zu blöd. Kann ich verstehen. Mit mir würde ich auch nicht spielen wollen. Frederik, kommst du? Ich glaube echt, der ist der verpackt oder so?
Nein, ist er nicht. Dann hat er uns vorhin einfach nicht gesehen, der kleine Spinner. Ich würde gerne einen Seitenschneider finden, aber ich glaube auch langsam. Also entweder, wenn wir jetzt nicht bald was finden, dann... Ups. Dann geselle ich mich zu Fred. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Fred? Fred? Oh, leuchtet ab! So leicht kann man den ablenken. Jetzt hätte ich gern wieder einen. Man kann die abschießen, habe ich mal gehört. Los! Nicht bücken, bist du blöd! Aim away from... Was weiß ich was. Ach komm schon, leck mich doch am Arsch hier. Ich mag nicht, ich will nicht mit dir spielen! Ich würde doch nur gern Benzin und einen Seitenschneider finden. Oder die Luftpumpe und die Kette. Wo ist er jetzt hin? Fred. Kommst du? Komm. Wir gehen Gassi. Wir gehen Gassi mit Fred. Schön. Ups, falscher Weg. Das meinte ich mit in Sackgassen rennen. Fred? Fred! Frederik! Da ist er ja. Frederik? Hä? Wo kam der her? Ach, ist ja süß! Aber hä? Wo kam der jetzt her? Ich hatte... Okay, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich wusste jetzt nicht... Warum der jetzt auf einmal von rechts kam. Der ist hingeflogen. Aber wir haben ja gesehen, er kann durch Fußböden und Wände gehen. Der Fred, mein Freund. Ach, schön. Ja, ich, 28 Minuten, das kann man jetzt als eine Folge nochmal durchgehen lassen, damit ich ein bisschen was zum Hochladen habe. Aber ich glaube, wir hätten jetzt so lange nach dem Benzin und dem Seitenschneider suchen können, beziehungsweise nach der Kette und dem... die Luftpumpe, ich wusste ja, wo die Luftpumpe ist. Okay, das wäre jetzt kein Problem gewesen, aber die Kette. Aber vielleicht hätte man die Kette eher gefunden. Ach, was weiß ich. Dann haben wir jetzt also eine kurze Runde oder eine mittlere Runde Monstrum gespielt. Ist natürlich nicht geschafft, aber Fred hatte sein Abendessen. Wir hatten Spaß mit Fred am Ende und ich glaube, das kann man so stehen lassen, um alle Beteiligten zu beruhigen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch bei diesem RPG Maker Game ein, das ich jetzt dann aufnehmen werde und dann hoffentlich auch natürlich wieder bei den anderen Let's Plays, sobald ich die geschnitten und hochgeladen bekomme. Bis dahin!